Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München. Ja, liebe Zuschauer, München hat eine weitere Sensation. Der Münchner Flughafen wächst und wächst und wächst. Jetzt bin ich nicht in der U-Bahn, sondern in der neuen Bahn, die jetzt zum Satellitenterminal führt. Und heute wird spannend. Kommen Sie bitte mit. Jetzt fahren wir gerade und es dauert in etwa 50 Sekunden. Also gigantisch. Also ich denke, da ist Speed drauf. Und wir sehen uns dann gleich bei der Eröffnung. Freuen Sie sich drauf. Bitte aussteigen. Dieser Zug endet hier. Bitte lassen Sie keine persönlichen Gegenstände zurück. Ja, liebe Zuschauer, was für ein großer Tag für München und für die Lufthansa. Wir kriegen ein neues Satellitenterminal. Und hier wird dann die ganze, ja, sage ich fast, Party losgehen. Und hier werden die Reden gehalten. Und hier vorne sehen Sie jetzt diesen weißen Vorhang. Der wird dann geliftet und dann kommt die große Eröffnung. Der neue Satellitenterminal gibt München einfach noch mehr Kapazität. Ich würde sagen, eine kleine Vorstufe für die dritte Startbahn. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Und ja, es kommt der Lufthansa-Chef, es kommt unser Finanzminister Markus Söder, es kommt natürlich Dr. Kerkler, der Chef des Flughafens. Und es wird eine richtig tolle Geschichte werden für München, auch für München TV und natürlich auch für die Verbindungen in die ganze Welt. Und ich denke, das wertet München auf. Und München ist sowieso der schönste und beste Flughafen Europas. Jetzt sind wir aber, glaube ich, ein 5-Sterne-Flughafen. Herr Dr. Kerklo, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir sind ja auch der Sender von München. Ja. Der Münchner Flughafen wächst und wächst, ja, und wächst. Heute ist ein großer Tag, auch Ihr großer Tag. Ein großer Tag für Bayern, für Deutschland, für die Fliegerei, für die weltweiten Verbindungen. Ja. Was passiert heute hier? Naja, heute haben wir unsere große Eröffnungsveranstaltung. Wir wollen natürlich mit allen zusammen feiern. Wir sind ja im Zeitplan geblieben. Wir hatten immer vor, im April zu eröffnen. 4 Jahre haben wir jetzt gebraucht. Wir sind im Budget geblieben und wir haben ein wunderschönes neues Terminal für 11 Millionen Passagiere, was allen Standards, die man heute so setzen darf und auch manchmal setzen muss, entspricht. Unglaublich. 1900 Gäste sind geladen. Ja. Wir sind schon mal durchgegangen, dieses neue Terminal. Also das macht richtig Lust. Wir haben ja auch, also weil wir ja jetzt hier für TV München sprechen, ja, wir haben ja diesem Terminal einen Münchner Stempel gegeben. Das ist ja nicht nur jetzt eine technische Anlage, sondern wir wollen natürlich das Herz Bayerns zeigen. Ja, ja. Wir sind ja der Münchner Flughafen. Wenn man sich dann hier umschaut, wenn man sich die Gastronomie anschaut, wenn man sich die Läden anschaut, dann haben die alle einen Münchner Stempel. Ja. Wir haben zum Beispiel einen kleinen Viktualienmarkt. Ja. Schubecks ist hier, ja, bekannte bayerische Marken präsentieren sich hier. Denn wir wollen ja eines, wir wollen, dass wir unverwechselbar sind, mhm, und dass man sich wirklich in allem Positiven an uns erinnert. Mhm. Wie war das damals vor 4 Jahren? Das muss ja erstmal, Sie sind ja ein Visionär, ja? Wie war das? Wie kam der auf die Idee, einfach zu sagen, wir wachsen und wachsen, wir müssen etwas tun? Wie war das damals? Gut, wir wussten natürlich, dass wir als Flughafen bald aus den Nähten platzen. Und da ja solche großen Projekte viel Vorbereitungszeit brauchen und für eine Generation gedacht sind, haben wir gesehen, Passagiere werden mehr, werden deutlich mehr. Wir haben ja auch übrigens einen Qualitätsmangel behoben, nämlich dass man ja häufig mit dem Bus fahren muss, wenn man das Flugzeug erreichen will. Das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Wir haben jetzt für fast jeden Flug einen Gate-Raum und eine Brücke, wo man dann ins Flugzeug kann. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Komfortfortschritt. Und Berlin wird heute auch nach München blicken.
Berlin schaut nach München. Klar, die müssen jetzt auch ihre Hausaufgaben machen, die werden aber auch ans Netz gehen. Das wird ja auch ein guter Flughafen werden, der ist schon deshalb gut, ja, weil er ja nach dem Münchner Muster gebaut worden ist. Naja. Aber er wird ein bisschen zu klein sein, wenn er dann eröffnet. Was war aber wir freuen uns heute, dass wir das geschafft haben. Und das Tolle ist ja auch, wir haben es zusammen mit der Lufthansa gemacht. Das ist ja eine Systempartnerschaft. Wir haben das gemeinsam geplant, wir haben es gemeinsam finanziert. Und wir werden es auch gemeinsam betreiben. Und das ist ja die Garantie dafür, dass unsere Gäste, die wir hier haben, das Beste kriegen, was man kriegen kann. Und die Marke München wächst dadurch natürlich. Ja. Sie sind, glaube ich, ab heute ein 5-Sterne-Flughafen. Der schönste, beste Flughafen Europas. Sie haben viele, viele Preise gewonnen mit Ihrem Team. Ja. Das ist schon eine Visitenkarte für unsere wunderbare Stadt München. In unserer Marke gibt es ja einen Claim, der heißt Verbindung leben. Dafür ist ja der Flughafen eigentlich da. Ja, dass auf einer ganz hohen Ebene wir miteinander in Verbindung treten und dass das, was man hier erlebt, gut ist, 5 Sterne ist. Die Zusammenarbeit mit der Lufthansa ist 5 Sterne. Das gibt es nämlich nirgendwo in Europa, dass ein Airport zusammen mit einer Airline so etwas entwickelt und auch gemeinsam betreibt. Das ist auch einmalig, aber das ist auch 5 Sterne in der Geschäftsverbindung, die wir gemeinsam haben. Ohne die Lufthansa nach München. Ja. Ohne die Lufthansa wären wir ja auch gar nicht da, wo wir jetzt sind. Ja. Lufthansa Drehkreuz sichert ja die interkontinentale Anbindung Münchens an die Welt. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Ja. Wir wollen da auch weiterkommen. Wir sind einer der ganz großen Flughäfen. Ich sage immer, wir spielen Champions League in Europa, ja, so wie der FC Bayern. Ja. Wir sind wie der FC Bayern als Flughafen, weltweit anerkannt. Und wir dürfen halt auch nicht stehen bleiben und bauen auch weiter. Denn Luftverkehr bleibt nicht stehen. Ja. Die Menschen werden weiter fliegen wollen und wir haben jetzt hierauf eine Antwort. Jetzt muss man natürlich sagen, das Terminal, das Satellitenterminal ist meines Erachtens die Vorstufe für die 3. Stadtbahn. Das wird sicherlich so kommen, denn wenn die Menschen das sehen, dieses Ambiente, diese kurzen Wege, die neue führerlose Bahn, ich glaube, da gibt es viele, viele Menschen, die dann noch mehr Lust kriegen aufs Fliegen, noch mehr Lust kriegen auf ja, auch auf die Lufthansa und noch mehr Lust kriegen einfach auf diese Marke Flughafen München. Und jetzt fragen wir mal die Damen, was ist das für ein Gefühl? 1, 2, 3, zack. Gut, ja, genau. Sehr schön. Herr Kerkloh, toi, toi, toi. Danke, schön. Vielen herzlichen Dank. Ja, jetzt haben wir hier 2 ganz wichtige Herren, die Herren von der Projektleitung. Sie sind Flughafen? Richtig, Philipp Ahrens vom Flughafen München. Und mein Kollege, der Herr Stein von der Deutschen Lufthansa, wir repräsentieren praktisch das Joint Venture. Terminal 2 Gesellschaft wird ja von der Lufthansa und dem Flughafen gemeinsam betrieben und hat auch dieses Gebäude wieder gemeinsam finanziert, geplant und jetzt realisiert. Ihr habt es ganz toll gemacht, diese Partnerschaft mit dem Münchner Flughafen und der Lufthansa. Da ist ja schon Synergie da und da kommt noch obendrauf die Marke München. Genau, also das ist, glaube ich, kann man schon sagen, eine echte Erfolgsgeschichte, ja, dass die Kompetenz aus beiden Häusern zusammengepackt wird. Und ich glaube, man kann es auch wieder hoffentlich hier sehen, dann entsprechend was wirklich schön ist, was auch hoffentlich sehr, sehr gut funktionieren wird für die Passagiere, dann eben entsteht. Und die Marke München, wenn ich noch ergänzen darf, wird sich nachher dann auch im Marktplatz ja widerspiegeln, ja, mit dem Viktualienmarkt, mit dem Lokalkolorit, mit dem wir hier, Schubex ist da, Sissi und Franz, genau. Also wir geben alles, was so Bayern und München zu bieten hat. Jetzt mein großes Kompliment, ihr seid voll im Timetable geblieben, auch von den Kosten her, eigene Finanzierung gemacht, das ist ja schon als etwas Besonderes, ja. Absolut. Das ist auch was, auf das wir durchaus sehr stolz sind und ich glaube auch stolz sein können, dürfen und müssen. Und was man diese Tage leider Gottes nicht immer allzu oft erlebt. Und jetzt, wo dieser große Tag heute für uns gekommen ist, können wir da auch mal entspannt drüber lachen und uns freuen. Ja, ja, Robert Salzl, der ehemalige Chef aller Lufthansa-Piloten. Was ist das für ein Gefühl, jetzt das Satellitenterminal wird eröffnet und Sie waren ja auch einer der Pioniere für den Münchner Flughafen. Erzählen Sie doch mal, was da damals passierte. Ja, Löschen, ich bin natürlich besonders gerne deshalb hier, weil es damals ein Traum war, als wir den Flughafen entworfen haben, als wir vom Flugbetrieb der Lufthansa auch unsere Wünsche geäußert haben, die hier durch die Bank erfüllt wurden, von dem Bahnsystem, von den Anlagen her. Und dann waren das Visionen. Jetzt ist es verwirklicht. Und es stimmt, damals, als ich die erste Landung machen durfte, noch vor der offiziellen Eröffnung des Flughafens, der jetzt dann 24 Jahre her ist, im Oktober vor 25 Jahren, war der Platz noch im Bau
Aber wir durften bereits Flugzeuge hierher fliegen, eine 747, um sie technisch umzurüsten. Denn wir hatten bereits bei der Lufthansa die Wartung hier, die sich vorbereitet hat, die trainiert hat. Und damit waren Kapazitäten, um unsere großen Flieger in dem Fall umzurüsten in der Kabine. Es war für uns natürlich eine ideale Gelegenheit, das erste Mal hier auf dem Flughafen zu landen, den es offiziell noch nicht gab, der noch gar nicht zugelassen war. Darum ist das natürlich ein enormes Erlebnis und auch eine Bindung hier an diesen Flughafen. Ja. Darf ich Sie mal fragen, als wirklich einer der besten, erfahrensten Kapitäne der Lufthansa, wie sehen Sie das mit der dritten Startbahn? Die muss doch kommen. Die muss kommen. Ja. Also ich bekenne mich schon lange dafür. Ja. Also kaum nach der Eröffnung, sage ich ganz offen, habe ich gesehen, dass wir immer zeitweise Engpässe haben, die dazu führen, dass Flugzeuge, die zur Startbahn rollen, nicht gleich los können, stehen, warten, weil auf dem Triebwerk. Oder dass wir, wenn wir landen wollen, in langen Schlangen, man sieht es nachts immer, wenn die Lichter zu sehen sind, den Flughafen angeflogen haben, weil eben nicht genügend Kapazität hier mit den beiden Bahnen ist, auch schon in der Vergangenheit, das sage ich hier ganz offen, weil ich es erlebt habe. Die Politik wollte das nie hören natürlich und wir brauchen ihn unbedingt in der Zukunft, nicht nur für den normalen Verkehr, sondern auch für all die Fälle, wo es mal leichte Störungen gibt, vom Wetter her, insbesondere Schnee, bisschen schlechte Sicht, dann wird der Flugverkehr sofort natürlich mehr behindert. Das führt dann zu Verspätungen und die braucht man nicht. Dieser Flughafen muss unbedingt die dritte Startbahn bekommen. Und darum glaube ich, Herr Salzl, Sie sind wirklich ein toller Mensch. Sie haben viel für den Flughafen getan. Sie tun jetzt viel für die Touristik. Aber ich glaube, der Satellitenterminal, der heute eröffnet wird, ist die Vorstufe zur dritten Startbahn. Ich hoffe es und ich finde es grandios, wie dieses Satellitenterminal sich auch ganz fantastisch ergänzt zu dem bisherigen fantastischen Flughafen. Also ich bin mehr als begeistert hier und wünsche mir genau das, dass wir jetzt die Infrastruktur draußen mit den Bahnen genauso dazu bekommen, wie es hier dieses Terminal für die Passagierabfertigung inzwischen macht. Herr Spohr, was für ein großer Tag für München, für die Lufthansa, für die Partnerschaft zum Münchner Flughafen. Da sind Sie stolz drauf, oder? Jawohl, das bin ich. Und es ist ein ganz großer Tag für unsere Kunden. Ja, weil Europas bester Flughafen, der Lieblingsflughafen der Lufthansa-Kunden wird heute noch besser. Also ich freue mich in der Tat. Unglaublich. 1900 Gäste sind eingelassen oder kommen heute oder sind schon da. Das ist ja schon ein Signal. Also auch zu der Marke München, zu der Marke Lufthansa, im Rahmen geblieben. Eine tolle, tolle Partnerschaft. Nein, in der Tat, als die losging, war sie erste dieser Natur. Ja, ein Flughafen und die Heimat-Airline schließen sich in dieser Form zusammen. Dass es so ein großer Erfolg wird am Drehkreuz München, hätte sich auch damals, glaube ich, keiner vorstellen können. Und wir verbinden hier wieder Top-Qualität für unsere Kunden mit einem Reise- und Streckenangebot, wie sich das auch, glaube ich, vor 20 Jahren keiner erträumen können für München und für Bayern. Also hier sind, glaube ich, nicht nur ich stolz, sondern viele andere auch. Jetzt muss ich natürlich sagen, das Satellitenterminal ist sensationell. Ist das die Vorstufe zur dritten Startbahn? Nun, die beiden Themen sind erstmal per se unabhängig, aber ich hoffe natürlich, dass irgendwann die nächste große Feier hier am Flughafen die ist, wo wir die dritte Startbahn eröffnen. Und ich bin dabei und ich hoffe München TV dann auch. Mit Sicherheit. Jetzt noch eine letzte Frage. Was muss eine gute Airline alles können? Nun, das Oberste ist und bleibt Sicherheit. Ich glaube, das steht bei uns in einer ganz anderen Kategorie als jedes andere Ziel. Und danach kommt Qualität. Wenn man in Deutschland produziert wie wir mit 2/3 unserer 120.000 Mitarbeiter, dann muss man um das besser sein, um das man teurer ist. Das ist der Erfolg der Lufthansa seit 60 Jahren und den setzen wir heute mit diesem Terminal, glaube ich, fort. Und ich glaube, Qualität und billig geht sowieso nicht. Nein, das kann nicht zusammengehen. Ja. Günstige Angebote haben auch wir. Ja. Wir haben eine Zweitmarke etabliert, Eurowings, in den Märkten, wo wir die Premium-Marke nicht optimal positionieren können. Aber billig gibt es bei Lufthansa im Qualitätssinne nicht. Sind der Kommunikationschef des Flughafens, was haben Sie heute für ein Gefühl? Der Satellit wird eröffnet. Es muss doch bei Ihnen also auch wie Lampenfieber sein, oder? Ich glaube, man sieht es mir auch an. Das ist ein super Gefühl. Wir haben ja lange darauf hingearbeitet, 4 Jahre Bauzeit. Und freuen uns natürlich, dass wir heute so eine schöne Veranstaltung machen können. Das Wetter klappt auch noch. Wir haben über 1900 Gäste aus aller Welt. Und ich glaube, die werden beeindruckt sein vom neuen Münchner Satellitenterminal. Wunderbar. Erzählen Sie mir doch mal ein bisschen mit die Stationen, wie das losging. Ihr habt keine Bauverzögerung, ihr seid im Etat geblieben. Ihr habt es selbst finanziert, zusammen mit der Lufthansa-Partnerschaft. Das ist ja schon großartig. Ich glaube auch, das ist das Geheimnis des Erfolges, diese Systempartnerschaft zwischen der Flughafen München GmbH und der Deutschen Lufthansa. Wir haben alles gemeinsam gemacht,
wir haben geplant, wir haben überlegt, wir haben finanziert, wir haben dann gemeinsam die Grundsteinlegung gefeiert, das Richtfest. Und jetzt sind wir natürlich sehr stolz, dass wir auch termingerecht eröffnen können, nächsten Dienstag. Und das ist ja heutzutage, wie man so sagt, nicht mehr eine Selbstverständlichkeit. Das ist. Wenn Sie so mal unseren Zuschauern sagen, was erwartet denn jetzt den Flugpassagier, das werden sicherlich auch Leute kommen, die mal gucken, es ist ja hier Münchner Gastronomie, Münchner Marken sind vertreten, also das ist schon sehr klug durchdacht. Ja, das war auch die Idee, also natürlich werden wir höchsten Komfort bieten und die normalen Einrichtungen, die ein moderner Flughafen hat, aber uns war es daran gelegen, ein bestimmtes Münchner Flair reinzubringen, deswegen werden die Passagiere dann auch im Terminal selber, im Satellitengebäude, münchnerische Einrichtungen wiederfinden. Wir haben auch einen leicht österreichischen Touch, also das heißt der mit Sissi und Franz. Mit Sissi und Franz. Ja, ja. Also das, und wir werden auch eine Art Viktualienmarkt im Zentrum des Flughafens haben. Ich glaube, das ist eine tolle Aufenthaltsqualität, wo sich unsere Gäste sehr wohlfühlen werden. Schön. Jetzt sind wir hier, der Zuschauer sieht es vielleicht noch nicht so, aber wir sind hier in einer, ist eine Drehbühne. Was passiert jetzt? Hier werden natürlich Reden gehalten, aber was passiert dann, wenn also der feierliche Moment kommt? Das habe ich gehört, da gibt es auch so Akrobatinnen, die dann, ja. Was passiert denn da alles? Also ich hoffe, dass Sie nicht live drauf sind, im Geheimen nur so zwischen uns. Ja. Also diese Drehbühnen sind deshalb da, weil wir die Perspektive unserer Zuschauer ändern werden. Nach den Eröffnungsreden werden wir diese Bühne zu einem bestimmten Moment, wenn Schubhebel umgelegt werden, drehen und dann werden unsere Gäste in das Zentrum des Satelliten rein schauen, dann fällt ein Vorhang zur entsprechenden Musik und dann werden wir Akrobatinnen haben, die im Luftraum atemberaubende Stunts vorführen werden. Wunderbar. Also das wird bestimmt auch optisch eine ganz tolle Angelegenheit. Wir gratulieren nochmal ganz herzlich von München TV. Vielen Dank. Wir wünschen jetzt eine tolle Veranstaltung. Alles klar. Herzlichen Dank. Dankeschön. Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München.
heißt, ein großer Tag wieder für München. Satellitenterminal, das hat nicht jeder, gell? Das hat nicht jeder. Wir hat auch nicht jeder so einen guten Flughafen wie wir in München, sage ich ganz ehrlich. Und es freut mich heute hier dabei zu sein, weil das ist schon was Besonderes. Und ich habe mir jetzt schon ein bisschen angeschaut. Es ist schon sensationell, was die Flughafengesellschaft und die Lufthansa da hingestellt haben. Ich kann als Oberbürgermeister da ganz zufrieden feiern heute, weil wir haben nämlich daran auch nichts bezahlt als Stadt München. Also freue ich mich besonders, weil es kommt selten vor, dass ich irgendwo zum Feiern gehe, wo wir nichts mitbezahlt haben. Bezahlt aber sehr gut. Jetzt der neue Satellitenterminal, der hat ja eine Riesenkapazität von 11 Millionen Passagiere. Jetzt kommt natürlich die Frage, wo sie immer nicht abweichen, aber ist es die Vorstufe zur dritten Stadtbahn? Ich sage immer das Gleiche. Die Münchner haben entschieden, dass es keine dritte Bahn geben soll, wenn sich die Fakten ändern. Wobei das Entscheidende ja nicht die Zahl der Passagiere ist, sondern die Zahl der Starts und Landungen. Und das nachhaltig ist, dann bin ich mir jedenfalls mit dem Ministerpräsidenten, glaube ich, einig, dass wir dann die Münchnerin wieder fragen, ob sie denn unter diesen Umständen, wie gesagt, wenn sich die Fakten verändert haben, einer dritten Bahn zustimmen oder nicht. Ich werde niemals diese Entscheidung selber treffen oder den Stadtrat treffen lassen, sondern die Münchnerinnen und Münchner müssen ihre eigene Entscheidung gegebenenfalls dann revidieren. Richtig. Ganz kurz noch, der Terminal hat ja auch einen Mini-Fiktalienmarkt. Hast du den schon gesehen? Da war ich noch nicht. Ja, und der Schuhbeck ist da. Das ist ganz toll da. Ich glaube auch ganz sicher, dass die Leute sich überlegen können, wo sie umsteigen. Ja. Sie ist ganz schnell rumspricht, dass hier in München eine ganz tolle Situation zum Umsteigen ist. Der Flughafen ist nicht umsonst jedes Jahr ausgezeichnet. Und ich kann dem Michael Kerklo und dem Thomas Weyer nur gratulieren, dass es heute so etwas Tolles hingestellt haben. Und vor allen Dingen, was auch schön ist, die Partnerschaft mit der Lufthansa und dem Münchner Flughafen. Ja. Und dann die Marke München, oder? Das funktioniert optimal, sage ich ganz ehrlich. Wir sind uns alle sehr glücklich darüber, dass es diese Zusammenarbeit gibt. Und wie gesagt, ich wünsche den Flughafen und auch der Lufthansa weiterhin eine gute Entwicklung, weil das für München einfach gut ist, weil das für den Wirtschaftsstandort gut ist, aber auch für die Münchnerinnen und Münchner. Denn man darf ja nicht vergessen, auch die Münchnerinnen und Münchner fliegen ab und zu einfach in Urlaub. Und da ist es auch toll, wenn man einen guten Flughafen hat. Herr Ramsauer, was ist das für ein Gefühl? Der Münchner Flughafen wächst und wächst und wächst. Das ist in zweifacher Hinsicht ein wunderschönes Gefühl und vor allen Dingen als gebürtiger Münchner ein Gefühl des Stolzes. Es ist für mich auch ein Beweis, dass wir in Bayern und in Deutschland immer noch, wie auch in der Vergangenheit, Großprojekte im Kosten- und im Zeitplan hervorragend bauen können. Es wird einem ja in der ganzen Welt etwas anderes auch immer wieder entgegengehalten. Aber das ist ein Flaggschiff, nicht nur für die Luftfahrt in Deutschland und Bayern, sondern ein großartiger Beweis, dass wir ordentlich was hinstellen können. Und man spricht immer drüber, die dritte Startbahn, ich glaube, sie muss kommen, das ist also keine Frage, aber man sagt immer, die dritte Startbahn für München, aber es ist die dritte Startbahn für Deutschland, das Tor in die Welt hinaus. Der Luftfahrtstandort München ist neben Frankfurt, vielleicht auch mal neben Berlin, aber neben Frankfurt der ganz entscheidende weltluftfahrtmäßige Pol. Ich habe in meiner Zeit als Bundesverkehrsminister das immer klar gemacht. Und die dritte Startbahn, die brauchen wir nicht unbedingt für die Kapazitätsabdeckung im Jahr 2016, aber wir brauchen sie im Jahr 2025, 30, bis sowas fertig ist. Das hat sich vielleicht nur noch nicht bis zum letzten rumgesprochen. Genau. Ein großer Tag für München, ein großer Tag für Bayern, ein großer Tag für Deutschland. So kann man es sagen. Eigentlich würde ich sogar noch darüber rausgehen, denn dieses Drehkreuz der Luftfahrt hat eigentlich europapolitische Bedeutung, wenn man es insgesamt sieht. Herr Minister, ein großer Tag für München, ein großer Tag für Bayern. Also erst einmal wir sind pünktlich fertig geworden und es hat sich im Kostenrahmen gehalten. Beides ist ja schon mal heutzutage bei Flughäfen das Entscheidende. Das sieht man auch den Unterschied zu Berlin. Berlin ist arm und sexy, wir sind erfolgreich und sexy, hätte ich beinahe gesagt. Aber das ist für ganz Bayern wichtig. Ein kompletter Flughafen wie in Köln, Bonn, in Stuttgart von der Größe wird eröffnet. Das ist ein wuchtiges Signal, damit wird Bayern und München noch stärker. Wie schlägt da Ihr fränkisches Herz heute? Heute schlägt für mein bayerisches Herz, denn es ist da ein, man muss wirklich sagen, man spricht ja im Fußball manchmal vom Klassiko, ja. Dortmund-Bayern, hier gibt es den Klassiko Frankfurt-München und wir holen gerade wieder auf. Jetzt natürlich die Frage, die Sie jetzt sicherlich gleich erwarten werden, ist der Satellitenterminal, der ist ja sensationell, ja? Ein 5-Sterne-Flughafen, ist das die Vorstufe zur dritten Stadtbahn? Das sind zwei unabhängige Dinge voneinander, aber ich selber glaube, dass die dritte Stadtbahn der nächste große Schritt wäre und deswegen eine Riesenchance. Was hier passiert ist, dass zwei Profis von Anfang an gesagt haben, wir setzen auf Qualität, übrigens auch Qualität für alle Passagiere. Aber wo diese wirklich
charmante und freundliche Einführung und ich darf Ihnen versichern, es gibt viele Schwaben, die hierher nach München kommen und mit Freude von München aus in die Welt starten, denn der Münchner Flughafen ist uns mindestens genauso nahe wie der in Frankfurt. Selbstverständlich nutzen wir auch gerne den Stuttgarter. Lieber Walter Schöfer, das will ich nicht verschwiegen haben. Herr Kaito, der Wahl nochmal einfach ein Dankeschön. Ich finde hochprofessionell in der Arbeit, in der Umsetzung. Und wenn ich das noch sagen darf, wir haben letztes Jahr im November, ich glaube schon im Oktober, den Termin schon festgesetzt für die Ankunft. Ich habe das damals für mutig empfunden. Ja? Da habe ich mir beinahe gesagt, das ist ein bisschen mutig. Und habe gesagt, ihr steht natürlich dafür gerade, dass es klappt. Es hat geklappt. Dankeschön. Großes Lob. Morgen geht es natürlich wieder mit der anderen Arbeit weiter. Aber ich sage nochmal ein ausdrückliches Dankeschön, meine Damen und Herren. Ich freue mich wirklich, das ist ein guter Tag, nicht nur für den Flughafen. Es ist nicht nur ein toller Tag für München Umgebung, es ist für Bayern ein weiterer wichtiger Meilenstein, das hohe Niveau, das wirtschaftliche, die starke auch wirtschaftliche Chance auch in Zukunft zu erhalten. Und das ist übrigens nochmal das Wichtigste. Ohne Arbeitsplätze, ohne Auskommen der Menschen sind alle anderen Dinge schön, aber nicht so relevant. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen in der Region Arbeit haben und die Attraktivität von Bayern. Zu uns kommen nicht nur Menschen aus Teilen der Welt, denen es schlecht geht. Bei uns kommen viele Menschen aus ganz Deutschland, die hierher wollen, weil in Bayern ist erstens mal schöner. Das haben wir den Blick ja gesehen. Es ist schöner hier, es lebt sich auch besser, aber es lebt sich deswegen auch besser, weil es hier mehr wirtschaftliche Chancen gibt. Und dies möchte ich auch für die Zukunft erhalten. Wir müssen immer auch an die Zukunft denken. Herzlichen Dank, alles Gute und viel Erfolg. Ich freue mich ganz besonders, dass es dieser bemerkenswert guten Geschäftsführung und den tollen Mitarbeitern gelungen ist, ja, eine Satellitenkonstruktion hinzustellen, die es ermöglicht, 11 Millionen weitere Passagiere zu bewegen. Und das alles, und das finde ich besonders bemerkenswert, mit 2 Start- und Landebahnen. Das ist doch hervorragend, da kann man sich nur freuen. Und wenn Sie, Herr Dr. Söder, ein Sportbeispiel anwenden, wo ich sage, ich wundere mich ja, dass Sie ein Fußballbeispiel nehmen. Aber wir wollen jetzt nicht die Fußballmannschaften vergleichen. Aber die Bayern zum Beispiel, wenn Sie es schon angesprochen haben, verstärken sich meistens dann, wenn sie Verletzte haben. Und die haben seit Jahren eine relativ gleichbleibend konstante Leistung. Ich hoffe, es reicht auch noch ein bisschen beim Flughafen. Ich bin ganz überzeugt davon, dass der Flughafen sich nicht nur die letzten Jahre so hervorragend entwickelt hat, sondern das auch in Zukunft tun wird. Und alles andere, wie Sie angesprochen haben, sehen wir uns schon. Hat schon prominentere Menschen, die ihm das gesagt haben, das sage ich jetzt heute auch. Letztlich geht es darum, heute noch zu gratulieren, nochmal Danke zu sagen und allen alles Gute zu wünschen. Das tue ich sehr gerne zum Schluss. Ich wünsche allen, die hier mitgewirkt haben, dass sie an ihrem künftigen neuen Arbeitsplatz auch viel Freude haben werden. Ich wünsche allen Passagieren alles Gute, immer einen guten Flug, gutes Ankommen und Ihnen allen heute noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank nochmal an alle, die beteiligt waren, dass wir heute diesen schönen Tag und auch wichtigen Tag für München feiern dürfen. Dankeschön. Zwei, eins und null. Thank you.
fanden Sie die Eröffnungsfeier? Ja, sensationell. Also ich bin immer noch begeistert, was hier rübergekommen ist. Habe ich nicht erwartet. Ich habe schon viel erwartet. Aber so ein Tag, so eine Eröffnung und Gratulation an den Airport, an uns alle. Ja, das ist ein Geschenk. An die Marke München. An die Marke München. Ja, ja. Sie haben die Damen gerade bewundert hier. Das sind ja wirklich Zirkusakte gewesen. Super sportlich. Super sportlich. Und ja, wir hatten ein bisschen Angst, weil sie waren überhaupt nicht gesichert. Ja. Und war ein tolles Event. Ja. Bin begeistert. Aber trotzdem, Sicherheit ist auch ein Thema am Münchner Flughafen. Du kommst aus der Schweiz, ein bisschen stolz, so als halb Bayerin auf diesen neuen Satelliten. Ich finde das ein unglaublich schönes Gebäude und ich muss auch der Lufthansa und allen Beteiligten wirklich gratulieren. Also die Feier heute, die war also toll, super organisiert, stilvoll, so wie die Lufthansa auch ist. Ja. Wir sind ja beide von der konsularischen Seite. Ich glaube, mit dem neuen Terminal, da fliegen wir sehr, sehr gerne jetzt in viele, viele Destinationen in die Welt hinaus. Also mit Sicherheit, wir fliegen ja hier, ich vertrete ja die Republik Lettland hier mit Air Baltic, ständig nach Riga und auch in die anderen baltischen Länder. Aber das, was sich hier jetzt noch ergeben wird mit 27 neuen Shell-Plätzen, wenn ich das heute, wir durften ja hier in der ersten Reihe sitzen, richtig gelernt habe, wird nochmal eine riesen Challenge sein und mit Sicherheit mit Erfolg getragen. Was ich so ein bisschen schade fand, so ein bisschen das Rumeiern von der Politik, kommt die dritte Startbahn, kommt sie nicht. Wie ist da Ihre Meinung? Also meine persönliche Meinung ist, wir brauchen dringend die dritte Startbahn. Und was ich immer schade finde, das war auch heute leider nicht wieder richtig zum Ausdruck gekommen, dass wir vor allen Dingen von der dritten Landebahn sprechen müssen. Denn das ist ja sehr, sehr wichtig. Die Flieger, die länger in der Luft bleiben müssen, weil sie nicht landen können, mit großen Emissionen. Ja, das ist eigentlich der Punkt, der viel zu wenig gewürdigt und viel zu wenig auch zum Ausdruck kommt. Wenn man das mal rechnen würde, ja, glaube ich, hätte man ein Argument, und wir haben ein Argument damit, was dann auch viel verständlicher wird, wofür wir diese dritte Start- und Landebahn brauchen. Ja. Und vor allen Dingen, was glaube ich auch wichtig ist, es ist wohl diese dritte Start- und Landebahn, die hier kommen sollte, sage ich mal, ist wohl eine Start- und Landebahn für Deutschland, nicht nur für München. Natürlich, weil es ein riesen Drehkreuz ist. Die Lufthansa hat hier investiert, ist ja ein einmaliges Modell. Lufthansa, ja, und der Airport. Und das nicht so wie in anderen Bereichen oft subventioniert, sondern aus eigener Leistung. Also sie muss kommen, alle Voraussetzungen sind da. Ich kann uns allen nur die Daumen drücken, nicht nur im Freistaat Bayern, sondern auch in Deutschland, dass das wirklich passieren wird. Jawohl. Liebe Zuschauer, wir gehen jetzt ein bisschen rum und kommen Sie einfach mit. Jetzt haben wir hier einen der Gründerväter des Münchner Flughafens, Herr Trautmann. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie heute mit dabei waren bei dieser Eröffnung des neuen Satelliten? Ja, es ist ein schönes Gefühl, weil mit Gründerväter natürlich, wir waren von Anfang an dabei bei der Planung und Bau. Und jetzt dieses schöne Ensemble zwischen dem Terminal 2 und diesen Satelliten zu sehen, was eigentlich passt. Und die gleiche Atmosphäre für den Passagier und den Mitarbeiter hervorruft, wie bereits im Terminal 2. Deswegen ist München so beliebt. Und wir finden hier das Gleiche wieder vor. Und die Zukunft, weitere 11 Millionen Passagiere Kapazität, zusammen dann mit der positiven Entscheidung für die dritte Start- und Landebahn, wird dann den Flughafen München immer weiterbringen. An die Weltspitze. Jetzt frage ich Sie mal, man sagt ja immer, der Flughafen wurde mal im Beisein natürlich von Ihnen, Franz Josef Strauß, ich glaube, es war auch der Dr. Gauweiler noch dabei. Das war doch damals irgendwie im Restaurant Käfer, war das so? Ja, es gab da verschiedene Treffen und Gespräche und Ministerpräsident Strauß war damals natürlich sehr für die Luftfahrt interessiert und auch gleichzeitig natürlich für die Weiterentwicklung. Und der Flughafen Riem, der ja damals sehr gemütlich, sehr nah und angenehm war, war absehbar, dass er abgelöst werden muss durch einen zukunftsträchtigen weltweiten Flughafen. Und damals sind die Gespräche angegangen, Standortsuche, wo ist die beste Lage für einen Flughafen in München, Größenordnung, und all diese Gespräche fanden statt.
Und Sie haben das Ganze, sind ja ein unglaublicher Visionär. Sie sind weltberühmt, kann man sagen. Sie haben viele Flughäfen mit Ihrem Know-how bereichert. Sie haben im Grunde den Flughafen quasi von der Ideenentwicklung bis zum Flughafen dann eben einfach begleitet, Ihren Geist einfließen lassen, Ihre unglaubliche Kraft. Das ist doch schon auch etwas, auf das man besonders stolz ist. Ja, das macht sicherlich besondere Freude, wenn man so einen Flughafen begleiten kann von den ganz Ursprüngen bis zu dem, was heute draus geworden ist und vor allen Dingen noch das Ergebnis erleben kann. Viele Leute, die bei irgendwas entwickeln und am Anfang dabei sind, erleben das Ende nicht mehr. Aber hier war das zu erleben, ist einfach schon sehr schön und macht Spaß. Und vor allen Dingen die Geschichte weitsichtig in die Zukunft planen zu können. Das war unsere Möglichkeit damals noch. Und das war einfach nur unter Strauß möglich am Anfang, dass man wirklich zukunftsorientiert planen konnte. Und das ist Ihnen wirklich gelungen. Ja, liebe Zuschauer, München hat einen neuen Satelliten bekommen, das neue Terminal. Ich denke, wir haben eine großartige Veranstaltung heute erleben dürfen. Der Münchner Flughafen, die Stadt München und München TV. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Jeune Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wurde unterstützt von der Le Jeune Academy München.